Ich komme doch langsam. Oh, sorry, das war gerade ein bisschen laut. Hey, kommt doch langsam führen. Wir fangen jetzt in 3 Minuten mit der Celebration an. Dann Gespräch schon mal auf Nachhinein verlegen. Dann den Raum da vorne füllen und kommt doch schon mal führen. Hey, kommt doch führen, nehmt Platz. Wir fangen jetzt an mit der Celebration. Ihr, die dort hinten stehen, kommt doch auch noch führen. Da vorne hat es noch ein bisschen Platz. Die Reihe dürft man noch auffüllen da vorne. Genau, hey, lass uns ein bisschen näher zusammenrücken, jetzt wo wir keine Regeln mehr haben. Hey, ganz herzlich willkommen im Youth Planet heute Abend. Mich freut es wirklich, dass du dich entschieden hast, den Samstagabend am bestmöglichen Ort zu verbringen. Ob du live vor Ort dabei bist oder ob du online zugeschaltet hast, uns ehrt es, dass du heute Abend da bist. Hey, und wenn du dich fragst, was ist das für ein Ort, wer sind die Leute? Wir sind der Youth Planet, das ist die Jugendkirche vom ICF Zürich. Und schau, wir haben mega nice Technik, wir haben nice Leute, wir haben nice Gemeinschaft. Aber das ist am Ende des Tages nicht der Grund, wieso wir Woche für Woche zusammenkommen. Wir haben einen Ort, wo wir uns alle zusammen wieder finden, nämlich das Kreuz von Golgatha. Wir haben einen Namen, der uns alle verbindet, nämlich den Namen Jesus. Schau, wir sind eine Gemeinschaft von leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus Christus, von der rettenden Botschaft zum Evangelium. Rettend deswegen, weil wir glauben, dass bevor wir Jesus kennengelernt haben, Sünde zwischen uns und Gott gestanden ist. Und die Bibel sagt, dass weil Gott reich an Gnade ist, weil er reich an Liebe ist, hat er seinen einzigen Sohn gegeben, damit er am Kreuz stirbt für deine und für meine Sünde und nach 3 Tagen wieder aufersteht, um die Kraft der Sünde zu brechen. Und die Bibel sagt, dass wenn du und ich uns für Jesus entscheiden, unser Leben Jesus geben, dass dann die Kraft über unser Leben wirksam wird und wir jetzt wieder einen Zugang zu Gott haben. Weil vorher haben wir die Sünde gehabt, die uns getrennt haben, aber jetzt können wir wieder frei zum Vater gehen. Hey, das sind wir, das ist der Youth Planet, das ist das, was uns verbindet. Aber wieder zurück zum heutigen Abend. Wir haben heute Special Guests, nämlich den 180. Lass uns ihnen einen Applaus geben.
Der 180 ist auch Teil von ICF Zürich. Es ist die Altersstufe gerade 1 unter dem Youth Planet. Und sie sind heute Abend da. Wir haben 30 Graduanten, die ab dem Sommer dann in Youth Planet wechseln werden. Und sie sind heute Abend da, um einfach den Youth Planet ein bisschen näher kennenzulernen. Darum, wenn du jemanden von ihnen antriffst, geh doch auf sie zu, lern sie kennen und komm mit ihnen ins Gespräch. Und wenn ich jetzt hier so in die Reihe schaue, dann sehe ich irgendwie auch ganz viele neue Gesichter. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Merkfähigkeit liegt oder ob es wirklich neue Leute hat. Aber falls du neu bist heute Abend, dann haben wir das Willkommensgeschenk für dich. Du kannst nach der Celebration hinterher zu der Bar gehen und sagen, hey, ich bin neu. Und dann geben wir dir einen Welcome Drink, so als Willkommensgeschenk von uns. Und uns würde es mega freuen, um dich kennenzulernen, herauszufinden, wer du bist. Und ich will dir wirklich sagen, nimm das in Anspruch mit dem Willkommensdrink, weil das gibt es nur beim ersten Mal und beim zweiten Mal halt nachher wie nicht mehr. Ich sage immer so als Beispiel, immer wenn wir einen Schnupperstift im Geschäft haben, dann kommen sie so eine Verpflegungskarte über, wo sie 30 Franken drauf haben. Und ich sage immer, brauch das unbedingt. Nachher, wenn du die Lehre machen kannst, hast du das nicht mehr, dann wird es vom Lohn abgezogen. Und genau gleich sage ich dir heute Abend, profitiere von dem Welcome Drink. Mach das unbedingt, das gibt es nachher nicht mehr. Darum, wenn du neu bist, profitiere von dem Geschenk. Komm nachher hinter an die Bar und wir haben Freude, um dich heute Abend kennenzulernen. Hey, da so zu dem. Jetzt werden wir in unsere heiß begehrte Connecting Time gehen. Und jetzt, bevor die Leute aufstehen und anfangen zu reden, eigentlich in der Regel wäre jetzt das der Punkt, wo wir so eine kontroverse Frage rein droppen würden. Aber mir ist leider keine in den Sinn gekommen. Darum, wenn du kontroverse Fragen hast, die nicht politisch sind, dann kommt bitte von uns zu. Sagt uns das, ich schreibe es mir auf das nächste Mal. Aber jetzt könnt ihr alle zusammen aufstehen. Und Connecting Time ist ein Rahmen, wo du einfach schnell umschaust, auf jemanden zugehst, wo du nicht kennst, noch nie damit geredet hast und dann einfach die Chance hast, um 2 Minuten kurz austauschen. In dem Sinn würde ich sagen, 2 Minuten Connecting Time ab jetzt. Hey Leute, Connecting Time ist schon zum Ende gekommen. Kommt doch wieder zurück an euren Platz. Dann nicht wieder verteilen, Gespräche auf nachher verschieben. Aber wenn jetzt etwas angeregt worden ist, ist es gerade gut. Geht dem nachher noch nach. Geht im Hangout nachher noch weiterreden, das nochmal angehen. Geht nochmal auf die Leute zu. Mega nice. Hey, ich habe den Jonathan kennengelernt. Du wohnst im Zürich Oberland. Das ist das Einzige, was ich mir noch merken konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zum Teil, wenn ich so mich vorstelle bei den Leuten. Im Geschäft bin ich immer so reflexartig, wenn ich mich an einen Patienten vorstelle, sage ich so, grüezi, ich bin der Bossert, ich bin Fahrgelernter im 2. Lehrjahr. Und ich wollte vor mich jemanden vorstellen und will nachher gerade so reflexartig sagen, dass ich Fahrgelernter bin im 2. Lehrjahr. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ja im Youth Planet und nicht im Geschäft. Falls dir das auch irgendwie bei dir passiert, wir sind im Youth Planet und nicht im Geschäft. He? Also kommen wir doch wieder führen. Gespräch beenden. Levi, Gespräch beenden.
Wir kommen doch wieder führen. Hey, wir haben einen mega nice Abend, der vor uns liegt. Der Paul wird nachher predigen. Wir werden in unserer Serie Timeless weitergehen. Er wird über das Kreuz predigen. Das Kreuz ist ein Knopf, den du nicht auf deiner Fernbedienung finden wirst. Aber es wird wirklich darum gehen, Umkehr, Turning Point. Also wie Jesus Christus unser Leben verändert hat. Und zuerst gehen wir aber noch in Worship und wir werden nachher in einen Song hineingehen, wo wir singen werden, More of You. Also wir sagen, Gott, wir wollen mehr von dir. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Und ich will noch mal kurz ein, zwei Sekunden noch mal kurz die Wichtigkeit vom Hunger im Geist unterstreichen. Wenn ein Baby am Morgen aufwacht, dann ist es völlig normal, dass es irgendwann brüllen wird, weil es Hunger hat. Oder? Es kann sich noch nicht ausdrücken und dann brüllt es irgendwann und sagt, hey, ich habe Hunger. Wenn ein Baby am Morgen aufwacht und keinen Hunger hat, dann wissen die Eltern, hey, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Vielleicht hat es Fieber, vielleicht hat es Bauchweh, irgendetwas, aber es ist nicht normal, dass ein Baby am Morgen einfach keinen Hunger hat. Im Geist ist es nicht anders. Es ist normal für Christen, für dich und für mich, dass wir Hunger haben im Geist, dass wir mehr wollen von Jesus Christus. Und genau aus dem Grund wollen wir jetzt im nächsten Worship-Song das Jesus zusingen. Und ich möchte noch ganz kurz für das beten. Ja, Jesus, voller Freimütigkeit treten wir heute Abend vor deinen Thron. Und wir beten, dein Reich soll kommen. Wie im Himmel, so in unserem Leben. Wie im Himmel, so in dem Raum, Jesus Christus. Was eine Ehre, dass du heute Abend uns beehrst mit deiner kostbaren Gegenwart. Und wir wollen nicht schauen, was links oder was rechts läuft, sondern unseren Blick ungeteilt auf dich richten, Jesus. Danke, belebst du unsere Anbetung. Wir ehren dich, Jesus, und preisen dich, weil du heilig bist. Dies ist das Reich, die Kraft und, dies ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Yes, let's go. I remember when I saw you, and a glimpse of life appeared. Love reflected like a mirror, showing who I'm meant to be. When you give your heart, you don't leave me wanting for anything. Love is called my name, what can separate us? Now forever, I wanna know your love.
so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore.
Yes, oh, jetzt da bin ich. Hey. So gut zum da sein. Wer freut sich alles auf den heutigen Abend? Wer hat sich gefreut im Vorfeld? So gut. Ich habe richtig Freude, zum da zu sein. Genau, die Rowdies, das sind die Rowdies. Jungs, ich brauche da das Kreuz. Ich brauche. Genau. Der Levi rennt. Gebt einen Applaus am Levi. Genau. Hey, ich weiss nicht, wie du da angekommen bist. Vielleicht mega, hast du einen guten Weg da gefunden. Vielleicht ist dir ein Missgeschick passiert. Mir ist ein Missgeschick passiert auf dem Weg da an. Wenn ihr wisst, was es ist. Okay, ich erzähle es nur, wenn ich mir verspreche, dass ihr nachher wirklich zuhört. Und das nachher könnt auf der Seite lassen. Kannst du nachher nicht mehr zuhören? Dann erzähle ich es nicht. Also ich erzähle es, wenn ihr mir versprecht, hey, ihr nehmt nachher heute Abend etwas daraus raus. Aus dem Abend, ist das gut? Okay, und zwar, ich habe mich so gefreut auf den Abend. Ich habe gewusst, hey, die Message, ich wollte um 4 Uhr da sein, um noch ein bisschen die Message anzuschauen. Dann bin ich auf dem Weg da an. Und kaum komme ich von der Autobahn runter, habe ich einen leichten Furz in der Hose gehabt. Und es ist etwas mitgekommen. Ich hocke in dem Auto und denke einfach so, Scheiße. Ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, aber es ist einfach ein Kackmoment. Hey, und ich bin an dieser Kreuzung und denke, okay, entweder nach Hause gehen oder ich gehe ins Glatt, mir neue Kleider kaufen. Darum habe ich mich heute noch eingekleidet im Glatt. Danke, schöne Hose. Ob ich darunter eine Unterhose habe oder nicht, das bleibt ein Rätsel. Ich habe mir auch noch gerade ein neues Shirt gezogen. Genau. Hey, ja, genau. Ich weiß nicht, wie du da angekommen bist, aber du darfst wissen, du bist heute Abend am richtigen Ort. Es ist kein Zufall, dass du heute Abend da bist. Und ich glaube, dass Gott heute Abend etwas will, zu uns reden und etwas bestätigen. Sind ihr mit mir? Lass mich beten für den Abend. Ich brauche noch ein Bildchen. Ich brauche noch ein Bildchen hier. Lass mich beten für den Abend und dann gehen wir rein in die Message. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend. Danke, es ist kein Zufall. All die Menschen, die da angekommen sind, Jesus, du hast jeden Einzelnen da angeführt, Jesus. Es ist wirklich kein Zufall. Ich danke dir, Jesus, dass du einfach einen Plan hast mit uns, dass du eine Geschichte schreibst mit uns, dass du eine Geschichte angefangen hast zu schreiben und dass du sie wirst vollenden, Jesus. Danke, dürfen wir unsere Herzen heute Abend aufmachen, für das du parat hast, Jesus. Wir lieben dich und wir sind mit dir. Amen. Amen. Wir sind ja in unserer Timeless-Serie. Ihr seht hier die Fernbedienung mit ein paar Buttons drauf. Und zwar ist so ein bisschen der Leitfaden von unserer Timeless-Serie der Bibelvers, wo da einer steht, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und wir haben so in der Vorbereitung gemerkt, hey, wir wollen so ein bisschen Jesus so ein bisschen reinnehmen in unsere Vergangenheit, in unsere Gegenwart und in das, was Jesus vorhat in unserem Leben. Und die Bibel redet immer wieder, wer wir einst gewesen sind, wer wir durch Jesus geworden sind und wer wir jetzt sind mit ihm. Und darum auch die Buttons vor 2 Wochen, haben wir das Thema Rewind angeschaut, zurückspulen in die Vergangenheit. Denn letzte Woche war Stopp gewesen. Und jetzt heute sind wir beim Kreuz. Und ich weiss nicht, so ein bisschen, das Thema Kreuz ist doch simpel, oder? Ich könnte jetzt einfach sagen, es geht um Jesus und die Worship Band kann raufkommen und wir können heimgehen und wissen, ja, come on, Kreuz. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ob das Kreuz bei dir mega etwas auslöst, aber ich wünsche mir, dass wir, wenn wir ein Kreuz haben, dass wir oder das sehen, dass es uns irgendwo durch nicht gleichgültig ist, nicht aus Religiosität, oh, jetzt muss ich mich vor dem Kreuz verbeugen oder irgendein komisches Zeichen machen, sondern dass wir wissen, hey, es hat eine Kraft in dem Kreuz. Es hat es an sich mit dem Kreuz. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich mit einem geredet, der ein Kreuz tätowiert hat. Ich so, ah, cool, du bist Christ. Er so, nein, es ist einfach ein nice Zeichen und ich habe es da tätowiert. Ich habe gemerkt, so schade, weil wenn du weißt, was du eigentlich auf dir dreist, dann hat das eine mega krasse Kraft. Und heute Abend möchte ich dich einfach ermutigen, einfach heute, vielleicht wird es ein bisschen eine Theorie für dich, vielleicht hast du schon mal gehört, was das Kreuz bedeutet, aber ich wollte dich einfach ermutigen, einfach die Kraft nochmal zu nehmen für dein persönliches Leben und was es auch bedeutet. Hey ja, das Kreuz, kein Zeichen von der Religion. Ich finde es ganz spannend, dass mir immer wieder sagt, Jesus im Zentrum. Das Kreuz im Zentrum. Und ich glaube, das sage ich mir, weil das irgendeinen Sinn und Zweck hat. Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn du siehst, dass wenn
Zeit angefangen hat, rechnen. Unsere heutige Zeit ist, wir rechnen heutzutage das Jahr 2022. Das heisst, wir rechnen zurück von dem Moment an, wo Jesus auf die Welt war. Und wenn du heute in den Geschichtsbüchern rechnest, dann haben wir so ein bisschen die Rechnung vor Christus, nach Christus. Das begeistert mich, weil es zeigt eigentlich die Wichtigkeit, dass Jesus auf dieser Welt war. Und wenn es ums Kreuz geht, dann geht es noch um so viel mehr. Ich meine, im Kreuz, mit dem Kreuz hat das Christentum angefangen. Mit dem Kreuz hat eine Bewegung angefangen auf dieser Welt, die sich Christentum nennt. Beim Kreuz kommt alles zusammen. Die Vergangenheit und Zukunft. Und darum ist es heute in der Mitte das Kreuz von dieser Fernbedienung. Weil da kommt alles zusammen. Vergebung und Gnade. Der Tod und das Leben. Und in das wollen wir reinsteigen. Und die Kraft, die mitkommt mit dem Kreuz, was ich glaube, ganz, ganz fest, seit eh und je, und das ist ja der Moment, wo Jesus auf dieser Welt war, ist sichtbar gewesen. Das heisst in der Bibel, Jesus ist ein sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott. Und die Kraft, die sichtbar geworden ist, das ist die Kraft vom Evangelium. Und das Evangelium hat es schon immer gegeben, aber die Kraft ist sichtbar geworden, wo Jesus auf die Welt war. Und meine Frage an dich, kennst du das Evangelium? Also wenn du jetzt deinen Freunden das Evangelium heute erzählen müsstest, dann Hände hoch. Sind mal ehrlich, ich bin ehrlich mit der Hosengeschichte. Wer könnte heute das Evangelium seinen Freunden erzählen? Okay, gut, bin ich da heute Abend. Weil ich glaube ganz fest, dass wenn wir das Evangelium begriffen haben, dass wir ein Stück weit die Kraft begreifen. Und unser Glaube bekommt ganz neue Substanz und ganz neues Fundament über. Darum gibt es heute Abend ein bisschen Theorie. Ich möchte in Epheser 1, 4 bis 9 starten. Da heisst es, aus Liebe hat Gott schon von Anfang an von der Schaffung der Welt Christus dazu bestimmt, Jesus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von der Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, durch Jesus Christus uns als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude gehabt. Wegen dem loben wir und danken wir Gott für seine herrliche Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist gross, dass er uns Freiheit mit dem Blut von seinem Sohn gekauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und mit Weisheit und Erkenntnis gegeben. Also schon von Anfang an war es Gottes Plan, dass Jesus auf die Welt kommt. Es war nicht ein Plan B, so quasi, hey, ich lasse die Menschen ein bisschen Menschen, ein bisschen Mensch sein, und dann ist der Noah gekommen, dann ist der Adam gekommen, dann der Abraham, wie immer, kreuz und quer, ich mache es jetzt völlig falsch. Aber schon von Anfang an war sein Plan, der Heilsplan, das Evangelium. Wenn wir schauen, was das Evangelium heisst, das heisst auf Griechisch frohe Botschaft, gute Nachricht. Der Heilsplan von Gott. Schon von Anfang an, wo Gott die Welt gemacht hat, hat er den Plan gehabt, dass alles da zusammenkommt, Vergangenheit und Zukunft. Dass alles zusammenkommt. Das ist so krass, weil weißt, wenn wir mit dem Blick von dem Evangelium das Ganze anschauen, dann macht das Ganze Sinn. Sonst ist unser Glaube einfach so, ich komme ein bisschen am Samstagabend auf, ein bisschen Worship, ein bisschen was auch immer, ein bisschen Gott und so. Da habe ich das Gefühl, mit dem Evangelium bekommt das Ganze eine krasse Substanz über, die unrüttelbar ist. Das heisst, sein unveränderlicher Plan war es von Anfang an, uns durch Christus aufzunehmen. Und ich möchte heute so ein bisschen euch zwei Sachen aufzeichnen. Und zwar habe ich hier genau so ein bisschen ein wunderbares Flipchart. Und zwar möchte ich euch das schnell aufzeichnen. Und zwar von Anfang an von der Schöpfung. Ich habe es jetzt vorher gerade so ein bisschen illustriert, emotional, und jetzt so illustriert mit dem, wenn das so eine Art Zeitstrahl ist, was eigentlich krass ist, ist, dass Gottes Plan ja da angefangen hat, bei der Schöpfung. Dann ist das Alte Testament, lesen wir, wie Gott mit dem Volk Israel unterwegs war. Dann ist Jesus gekommen, wo das Ganze sichtbar wurde. Ist Jesus ist ein sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott. Und eines Tages werden wir, die Bibel sagt, Gott wieder sehen, Stadt am Hügel, New Jerusalem, würde ein paar sagen, werden wir Gott wieder sehen und mit ihm zusammen in dieser Ewigkeit sein. Und schon von Anfang an war es sein Plan, dass wir alle durch die frohe Botschaft,
durch den Heilsplan, durch das Evangelium vereint werden. Und das Krasse finde ich sogar, im Alten Testament ist das ersichtlich und darum bin ich so geflasht heute Abend. Ich möchte aber so ein bisschen da links und rechts rumhüpfen. Das heute Abend ist so ein bisschen, hey, das Alte Testament, Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt. Und das ist so ein bisschen das Neue Testament. Aber ich möchte jetzt da über switchen, und zwar ist Five Finger Gospel. Ich habe vorher gefragt, wer kann alles Evangelium? Ich habe effektiv nur etwa vier Hände gesehen. Und eine Art, wie du dir das Evangelium kannst merken, das ist das Five Finger Gospel. Sind ihr mit mir? Ich habe gesagt, nehmt etwas mit, darum erzähle ich meine Kackgeschichte. Genau. Das Nummer eins ist die Schöpfung. Von Anfang an hat Gott die Welt geschaffen. Der grüne Daumen, wenn du so willst. Das kannst du so merken. Gott ist der Anfang von allem, was es gibt auf dieser Welt. Gott hat die Welt geschaffen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat alles perfekt gemacht. Und Gott hat sich einmal als der allmächtige, schöpferische Gott im Alten Testament auch durch Jesus gezeigt. Im Alten Testament, im Hiob, hat er gesagt, hey, wer bist du, wer denkst du? Bist du da gewesen, wo ich die Fundamente gemacht habe von dieser Welt? Im Alten Testament hat Gott sich immer wieder als der allmächtige präsentiert. Bei Mose, wo er gesagt, ich bin der, ich bin. Ich bin der Gott, der die Welt erschaffen hat. Im Johannes 1,1 im Neuen Testament heisst es, hey, durch Jesus ist alles entstanden. Gott ist der Schöpfer von allem. Wenn du deinen Freunden willst Jesus erklären, dann fangst du mit dem Daumen an. Hey, weißt du was? Ich glaube, dass Gott alles geschaffen hat. Wunderbar, perfekt. Ich meine, wir Menschen probieren gewisse Sachen zu klonen, die Gott gemacht hat. Denkst du, wir kommen dort hin? Nie! Also ja, weißt, man kann schon sagen, wir sind heute schon dort, wo wir gewisse Sachen klonen, es kommt perfekt hin. Aber weißt du, Gott hat nicht nur 10 Jahre etwas probiert zu klonen, bis er angegangen ist, sondern Gott hat in einer Fülle hat er alles geschaffen. Das ist Nummer 1, der grüne Daumen. Nummer 2, jetzt gehen wir ein bisschen krasser rein. Nummer 2, Gott hat die Welt geschaffen, wir kennen es im Garten, dann ist der Sündenfall gekommen. Dann ist der Sündenfall gekommen. Und es steht in der Bibel, Römer 3, 23, alle haben gesündigt. Es gibt keinen einzigen Gerechten auf dieser Welt. Jeder hat Sünde, das ist der Mai-Mai-Finger. Die Sünde ist gekommen. Adam und Eva haben in Äpfel hineingebissen. Und vielleicht denkst du dich, Mann, das sind so Pflöcke, die in Äpfel hineingebissen. Ich kann dir sagen, vielleicht ja, hätte sie es gemacht, hätte ich es vielleicht gemacht. Verstehst du? Die Sünde ist gekommen. Und jeder ist sündig. Jeder ist ungehorsam vor Gott. Letzte Woche hat der Mark hat sein krasses Zeugnis bei uns daheim noch mal erzählt, wie er zum Glauben gefunden hat. Und er hat gesagt, hey, was ihn überzogen hat, du bist Atheist gewesen. Ich erzähle nur schnell im Schnelldurchlauf, frage ihn nachher im Hangout nochmal. Und ich war wirklich auf der Suche gewesen, eben, wer ist der Schöpfer? Wer hat die Farbe gemacht? Wer hat das Universum gemacht? Was ist der Mensch? Und so weiter. Und was der Marc eigentlich gesagt hat, das Einzige, was ihm hat können sagen, ich probiere es in deinen Worten zu sagen, Marc. Oder er hat einfach gespürt, sein Herz ist so dreckig. Sein Herz ist, kann so nichts Gutes produzieren. Es kann schon gewisse Sachen Gutes produzieren, aber sein Herz ist in einer Pfütze von Sünde und Dreck. Und weißt du, wie wir das checken, wenn wir das gegenüberstellen, gegenüber dem Herz von Gott, wo wir merken, Gott ist heilig und gegenüber seinem Herz merken wir einfach, wir können eigentlich gar nicht bieten. Wir sind so krass sündig. Aber das Schöne ist bei Gott ist, hey, die Sünde stößt uns nicht ab von dem Kreuz, sondern es zieht uns an dem Kreuz an, wo wir merken, ich muss zu dem Kreuz kommen, weil das ist der einzige Ort, wo ich meine Sünde abladen kann. Und ich glaube, das ist Teil vom Evangelium, dass wir nicht einfach sagen, ja, weißt du, wir Menschen sind ein bisschen schlecht und so, aber Gott ist gut, sondern hey, die Sünde trennt von Gott. Die Sünde ist das, wo seit Generationen die ganze Schöpfung, die Welt einfach in Verwirrung bringt. Genau, aber jetzt kommt die Good News vom Evangelium. Oder noch nicht ganz. Der Mittelfinger. Die ewige Trennung, hallo. Das ist der Moment, wo ich illegal den Mittelfinger zeige. Die
ewige Trennung, das ist die Konsequenz von der Sünde, ist der Mittelfinger. Ich habe wirklich Freude. Ich behalte jetzt so 5 Minuten da oben. Konsequenz von der Sünde. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Konsequenz von der Sünde ist, dass wir getrennt sind von Gott. Das im Alten Testament. Das Volk hat immer wieder Scheiß gemacht und sie sind nachher getrennt gewesen von Gott. Das siehst du überall im ganzen Alten Testament. Die Sünde trennt uns von Gott. Janis, machst du einen Post? Jetzt kommt's. Number 4. Sind ihr ready? Sind ihr ready? Jetzt sind wir wendig. Nummer 4. Der Preis vom Kreuz. Der Preis von der Vergebung. Der Preis von der Wiederherstellung. Und das Spannende finde ich, im Alten Testament zeigt uns die Bibel immer wieder, was es bedeutet. Den Preis zahlen. Gott zeigt uns so viele messianische Prophetien auf Jesus. Was Jesus wird machen an dem Kreuz. Mit anderen Worten, Gott zeigt uns im Alten Testament immer wieder mal, was es wird heissen, dass der Plan vollkommen gemacht wird. Zum Beispiel gibt es die Stelle im Alten Testament, wo Schlangen das Volk Israel beißen. Und was eigentlich Gott dem Volk sagt, ist: Macht eine Bronzeschlange, tun sie vom Pfahl aufhängen auf ein Kreuz. Und jeder, der das Kreuz anschaut, der stirbt nicht von diesem Schlangengift. Mega awkward story. Aber steht in der Bibel. Und dort sagt Jesus im Johannes: Und wie Mose in der Wüste die Bronzenschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn am Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. So krass wie im Alten Testament Gott schon gewisse Sachen uns zeigt, wie er den Preis wird zahlen. Was ganz spannend ist, wir könnten ewig über das Thema reden, weil das Thema Evangelium, das ist so umfassend. Ich probiere nur einen Abriss zu geben. Was ganz spannend ist, dass im Alten Testament hat Gott dem Volk gesagt, wie sie Tiere müssen opfern und sündigen, damit sie ihre Schuld abdecken. Und das haben sie jedes Jahr müssen machen. Jedes Jahr ist das Volk zusammengekommen und sie haben gewusst, okay, wir müssen die und die Ziegen und Geißen und Böcke. Und dann sind unsere Schuld für ein Jahr abdeckt. Aber was ich das Niceste finde, im Hebräer steht, dass unsere Schuld nicht abdeckt sind, sondern ein für alle Mal vergeben durch das Blut von Jesus Christus, das er gezahlt hat. Und das liebe ich, wie das Alte Testament uns einfach hinweist, was es bedeutet, das Evangelium zeigt. Das Fünfte, oder noch viel mehr, das Alte Testament, ich meine Jesaja 53. Das ist so eine krass prophetische Stelle, wie Jesus am Kreuz wird sterben. Ich meine, es steht 600 Jahre vorher, ist der Brief geschrieben und zeigt auf Jesus hier so krass. Krankheiten hat er auf sich getragen und Schmerzen. Wegen unserer Vergehen ist er durchbohrt worden. Lies mal den ganzen Jesaja 53 mit dem Fokus, hey, das haben sie wahrscheinlich 600 Jahre vorher geschrieben. Und du siehst eins zu eins, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wo Gott uns einfach schon zeigt, hey, ich werde mit dem Kreuz etwas vollbringen. Dahinter ist eine größere Kraft, als wir denken. Nummer 5 sind seine Versprechen. Der Pinky Finger, genau. Der Ringfinger, by the way, der Bund, den Gott mit uns schließt durch Jesus. Und Nummer 5, der kleine Finger. Seine Versprechungen. Abgemacht, gell? So ein bisschen. Was ich liebe, ist, seine Versprechungen, die sind so krass. Es ist nicht nur einfach so, okay, du hast mich angenommen und nachher komme ich wieder eines Tages und nachher gehen wir zusammen in den Himmel, sondern er gibt uns seinen Geist, er gibt uns seine Kraft, er gibt uns seinen Willen. Mit ihm können wir überwinden. Am Kreuz erleben wir Wiederherstellung, Gesundheit. Wir werden freigesetzt. Das ist fast mein Lieblings, der letzte. Aber es braucht alle, um dort anzukommen. Und was ich liebe, wirklich ob Neues oder Altes Testament, dass es uns zeigt, dass das Evangelium so zentral ist. Gottes Plan mit dem Menschen ist so zentral und er schreibt es eben immer gleich. Das ist eben krass im Alten Testament. Der Mensch hat erkennt Gott, dann kommt die Sünde, dann kommt die Trennung, dann kommt der Preis, der gezahlt wird. Und dann kommen die Versprechungen, wo Gott auch seinem Volk im Alten Testament sagt, hey, ich werde in ein verheißenes Land kommen. Es steht im Hebräer 11, 13,
all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod. Und der Hebräer 11 ist eine Stelle, wo der Paulus oder der Schreiber vom Hebräer beschreibt, wie die Menschen geglaubt haben. Und der Glaube hat sie gerecht gesprochen. Und all die Menschen haben geglaubt bis zum Tod, ohne zu bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Also ohne noch nicht gesehen, dass sie im Himmel ankommen. Doch sie haben gesehen, was ihnen zugesagt worden ist. Schon von Weitem haben sie sich darauf gefreut, denn sie haben erkannt und bezeugt, dass sie da auf dieser Erde Gäste sind. Also sie haben erkannt schon von Weitem, Gottes Versprechungen erleben wir jetzt schon, aber Gott wird seinen Plan noch komplett erfüllen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und ich liebe es, Freunde, weil ich einfach merke, es ist so krass, unser Glaube. Es ist so ein krasser Heilsplan, den Gott gemacht hat. Und mir dient es, wenn ich jetzt in der Bibel lese, im Alten oder im Neuen Testament, dann frage ich mich immer wieder, hey, wo ist das Evangelium? Und ich finde es so krass, weil es ist überall ersichtlich. Ich meine, schlag nur 1. Mose auf. Ich meine, schon dort siehst du das Ganze drin. Und dann gehst du weiter beim Noah und merkst, oh, dort hat es so wieder so einen Kreislauf. Und dann gehst du weiter und merkst schon wieder so einen Kreislauf. Und dann bist du im Neuen Testament und merkst so, okay, es scheint, dass Gott einen Plan hat, der aufgeht. Es scheint, dass Gott uns so geliebt hat. Und ich liebe es, wie es der Mark gesagt hat am Montag. Also, hey, weißt du, ich habe gemerkt, ich bin mega sündig, als ich an das Kreuz gekommen bin. Aber ich habe gewusst, die einzige Antwort auf die Sünde ist seine vollkommene Liebe. Und so macht die Kraft von der Liebe auch Sinn. Wenn wir da ankommen, an das Kreuz, verstehst du? Wir merken, ja, wir sind schuldig. Aber gleichzeitig stoßen wir uns nicht ab, sondern merken, da finden wir Vergebung. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, mit dem Glauben oder mit Jesus im Alten, im Neuen Testament. Vielleicht bist du schon länger mit dabei. Und ich möchte dich ermutigen, mit den Worten von Jesus, um das Evangelium nochmal zu nehmen und zu umarmen. Jesus sagt in Markus 8, 35, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Ja, weißt du, so ein bisschen, ich nehme mein Leben und so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Christ sein und so und weißt du, so, ja. Und es heißt aber weiter, wer aber sein Leben um meinetwillen und der guten Botschaft verliert, wird es retten. Irgendwie ist Jesus die Botschaft von dem Evangelium mega wichtig gewesen. Es war für ihn eine zentrale Botschaft gewesen. Und er sagt, hey, in dieser Botschaft von dem Evangelium findet ihr das Leben. Das möchte ich dir heute auch sagen, hey, und dich ermutigen, hey, vielleicht suchst du tagtäglich, ich weiß nicht, was du suchst, was auf Google ist oder auf Insta oder was dein Herz sucht. Aber ich möchte dich ermutigen, das zu suchen, wo Jesus sagt, in dieser Botschaft ist Leben. Markus 16 heißt, und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Paulus sagt im Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden und auch für die Griechen. Also das Evangelium, das ist Gottes Plan. Es ist seine Kraft. Darum ist es so wichtig, dass wenn wir suchen, suchen wir seine Kraft, suchen wir seinen Plan, suchen wir das, was er da hat. Weil ich glaube ganz fest, dass wenn wir da ankommen, dass wir da Neues empfangen können. Wir kommen da an, wir empfangen Neues. Vielleicht fühlst du dich sündig, kommst an das Kreuz, aber gleichzeitig wirst du bei Jesus nicht verurteilt. Sondern Jesus ist der, der sagt, okay, ich gebe dir eine neue Bestimmung, eine neue Identität, ein neues Leben. Das ist Dreh- und Angelpunkt für alles. Ich habe wirklich das Gefühl, hey, alles in der Bibel hat auf den Moment gewartet. Die Juden warten bis heute noch, dass der Messias kommt. Wie sie das im Alten Testament lesen. Bis heute glauben sie, es kommt der Retter. Alles hat auf das gewartet. Dreh- und Angelpunkt, das Kreuz, die Kraft von dieser Botschaft. Weißt du, ich habe mich gefragt, weil in der Bibel heisst es, hey, was bleibt, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich habe mich gefragt, was ist Liebe ohne die Kraft von dem Evangelium? Dann habe ich eben, glaube ich, die Liebe gar nicht greifen.
Aber im Evangelium sehe ich die Liebe von Jesus, wie er sich verschenkt für uns. Ich sehe die Liebe von dem Vater, wie er die Welt schafft. Was ist der Glaube ohne Evangelium? Ich glaube schon, nice. Es ist ein bisschen vielleicht das Philosophieren über Gott und die Welt und ein bisschen Mensch und Religion. Was ist die Hoffnung? Woran hoffen wir ohne Evangelium? Auf was hoffen wir? Und das liebe ich in dem Hebräer 12. Du siehst die Glaubenshelden, die beschrieben werden. Sie haben gehofft auf eine Botschaft, auf eine gute Botschaft, auf einen Heilsplan. Und es ist so nice, dass wir heute Vogelperspektive haben, 2022 Jahre später, und wir merken, wow, durch Jesus ist es erfüllt. Ich möchte mit folgendem Bibelvers enden. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, im Alten Testament, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Ich habe es vorher gesagt, schon von Anfang an war es Gottes Plan. Der Anfänger und Vollender, er war schon immer da. Des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen des Kreuzes erduldet und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat. Jesus war da gewesen, vor 2022 Jahren, hat da gelebt, hat alles gegeben. Hat uns das Evangelium sichtbar nochmal gezeigt, in Form von einem Menschen. Und jetzt sitzt er. Er sitzt auf der Rechte vom Vater. Und ich möchte dich ermutigen, es ist jetzt eine Message, wo man vielleicht jetzt einfach sagt, hey, und jetzt lass es vor das Kreuz kommen, vor den Thron kommen. Es ist eine Message, wo ich dich einfach möchte ermutigen, hey, gang dem Evangelium nach. Das war jetzt eine Theorie gewesen. Aber gang dem nach. Vielleicht in deiner Bibelzeit, wenn du betest. Gang dem nach. Such das Evangelium. Such die Botschaft. Ich möchte nicht sagen, ich kann dir versprechen, aber ich glaube, dass du wirst den Glauben nochmal neu entdecken. Du wirst Beziehung zu Gott wirst du nochmal neu entdecken. Es gibt eine neue Tiefe in dem Ganzen hinein. Und für das möchte ich beten, ich möchte euch einfach segnen, dass ihr einfach das, was Gott euch schon gegeben hat, vielleicht, weißt du, Gott redet so viel, dass er euch jetzt im nächsten Prozess einfach das nochmal neu kann aufdecken kann, die Kraft von dem Evangelium. Jesus, und ich danke dir, dass du da auf dieser Welt gewesen bist, dass du da gelebt hast, Jesus. Danke für alles, was du gezahlt hast, Jesus. Ich danke dir, dass du schon von Anfang an von der Schöpfung da gewesen bist. Herr, danke für den wunderbaren Plan. Für den Heilsplan. Für die krasse Botschaft. Danke, dass du unsere Sünde getragen hast, Jesus. Danke, dass wir dürfen heilig, makellos und gerecht jetzt vor dir stehen, weil du uns gerecht gesprochen hast. Danke für deine Versprechungen, die kommen von diesem neuen Leben, von deiner Kraft, Jesus, von deinem Geist. Ich sage nicht die Person da hinten, jetzt einfach in dieser Worship-Zeit, dass die Person einfach vor dir kommen kann. Dich einfach fragen, Gott, wo bist du? Dich suchen, wie wenn man Google eingeben würde, Gott oder Jesus, wo bist du in dem Evangelium? Lass uns schnell einen Moment ruhig sein. Komm du doch mit deinen Fragen zu Gott, mit deinem Herz.
Beispiel, es ist jemand da, du hast mir mit Vertrauen. Weil schon ein paar Mal dein Vertrauen missbraucht worden ist. Und auch mit Gott ist es wie so, hey, ich gebe dir ein bisschen von meinem Herz. Aber und auch gewisse Bereiche behaltest du für dich, weil du Angst hast, um vor das Kreuz herzukommen, weil du weißt, dass du eh versagst. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, einfach zu kommen, wie du bist. Und dir einfach sagen, Jesus kann es handeln. Und Jesus ist der, der deine Vergangenheit kennt, aber auch deine Gegenwart und deine Zukunft kennt. Ja, lass uns in eine Worship-Zeit hineingehen. Nimm doch das, was du brauchst. Connecte mit deinem Gott. Hier haben wir noch das Gebetsteam. Wenn du aufstehst, auf deiner rechten Seite hinten. Lass uns jetzt einfach in die Worship-Zeit hineingehen, Gott anbeten. Das ist gut. In Anbeten für die gute Botschaft, für den guten Plan. Let's go. I have seen your face.
I can walk away and I just want to be where you are and I just want to be near your heart. There is nothing like your love, Jesus. There is nothing like your love. I just want to be where you are, and I just want to be near your heart. There is nothing like your love, Jesus. There's nothing like your love. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy, holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are holy. I love you. You are.
just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Predigt sagt, wir sind heilig, makellos. Das ist Kolosser 1,22 gelesen, das Name. Wir sind gerecht vor ihm und das ist lustig, jetzt haben wir so einen tiefen Song, aber das erfüllt mich so mit Freude und ich wünsche mir mega, dass wir all die Offenbarung haben können. Hey, du bist gerecht vor Gott. Das Kreuz ist passiert, du bist nicht mehr hinten dran, du bist nach dem Kreuz. Jetzt bist du gerecht, jetzt bist du weiss gewaschen. Du musst nicht mehr in Scham leben, du musst nicht mehr in Schuld leben, sondern du kannst jetzt sagen, oh, Jesus, es ist so gut, dass ich gerecht bin. Es macht alles so einfach. Ich muss nicht mehr Selbstzweifel haben. Ich muss nicht mehr verunsichert sein. Ich bin gerecht gesprochen. Du hast gesagt, du bist gerecht. Genau. Das ist so etwas Gutes. Yes, wir werden jetzt nochmal 2-3 Songs singen und singen einfach die Songs in dem Bewusstsein von, ich bin gerecht. Und lasst die Freude eures Herzens erfüllen. Lasst die Wahrheit eures Herzens erfüllen von, ich bin gerecht.
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, Jesus. When I was your foe, so good to me. When I felt no worth, when I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless Jesus. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh.
stehen in Staunen und Ehrfurcht vor deiner Grösse. Du bist so gut, Jesus. Und du bist so schön. Wir wollen mehr von dir, Jesus Christus. Nimm uns voll und ganz ein. Setz ein Feuer in unserem Geist, wo uns so krass einnimmt, dass wir es nicht mal mehr kontrollieren können, Jesus. Und ich danke dir, dass dein Blut ein besseres Wort über unser Leben gesprochen hat. Ich danke dir, dass du uns gerecht, heilig und makellos gesprochen hast. Und wenn du für uns bist, wer will gegen uns sein? Und wir nehmen das heute Abend an, in dieser neuen Identität zu laufen, die gerecht, heilig und makellos lautet. Und ich hatte schon vorher im Gebet den Eindruck gehabt, es hat Leute euch heute Abend. Du sagst immer wieder, ja, ich höre die Stimme Gottes nicht. Und ich bitte dich, hör auf dich, selber zu verfluchen. Und ich brich das im Namen Jesus, du kannst die Stimme Gottes hören. Jesus sagt, meine Schafe werden meine Stimme hören. Ich brich das im Namen Jesus und ich stelle alles, was der Heilige Geist heute gesagt hat, unter den Blutschutz von Jesus Christus. Und ich sage dir, Teufel, du hast kein Anrecht. All die Leute, die da reinstehen, sie sind Eigentum Gottes. Heiliger Grund. Du hast kein Anrecht, deine Herrschaft ist vorbei, Teufel. Und so stelle ich euch unter das Blut von Jesus Christus. Amen. Amen. Was ein Abend. Hey, ich bin mega berührt von der Message. Einfach das reine, simple Evangelium. Es gibt nichts Besseres, Mann. Ich kann mir an Paul einen Applaus geben für die Message. So gut. Hey, wir werden nächste Woche weitergehen in unserer Timeless-Serie. Der Ben Baumgartner wird über den Play-Button preachen. Darum komm unbedingt wieder, bring deine Friends mit, das wird der Hammer. Nachher haben wir noch Lounge, wo du kannst von profitieren. Vergiss nicht, wenn du das erste Mal da bist, hol deinen Welcome-Drink, wo wir noch gute Gespräche haben werden. Und jetzt siehst du im Hintergrund nachher noch den Collector-Slide mit dem QR-Code, wo du direkt auf unsere Homepage kommst. Und sonst kannst du auf icf.ch/gift gehen, da kommt er, genau. Du kannst scannen, dann kommst du direkt auf unsere Homepage. Wenn du es auf dem Herzen hast zum Geben, dann würde ich dich ermutigen, dass wir es heute Abend machen und dem Heiligen Geist gehorsam sein. Ich bedanke mich schon im Voraus bei dir für alles, was du gibst. Hey, jetzt gehen wir noch in den letzten Song rein. Kommen doch nochmal alle führen. Come on. Come on, lass uns noch einmal Gott so richtig anbeten. Ich bin mega angewiesen auf alle, die im Youth Planet sind. Jetzt haben wir ein paar Leute von 180. Dass wir richtig den Ton angeben. Richtig abgehen für Jesus. Genau, hey, sind wir ready? Let's go! Alright. Darkness and shadows disappear.
give you praise. I'm gonna send my soul to the one who loves. And I wanna hold it back. I'm gonna sink it in. You see the one above. Jesus said, I can love. Hey, so gut. Ganz kurz, ich habe etwas vergessen, darum bin ich nochmal da. Wenn du neu bist, wenn du das ICF noch nicht gut kennst, wir werden nachher eine Coming Home Group haben. Da von mir aus links, von euch aus rechts, vor der Bühne.
5 bis 10 Minuten später. Darum, wenn dich das interessiert, anspricht, mach das doch unbedingt. In dem Sinn würde ich sagen, mach es gut und noch einen schönen Abend miteinander. Tschüss.